Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Was machen Sie eigentlich jetzt? Sie haben ja auch so ein kleines Problemchen gehabt mit Ralf Hasenhüttl. Jetzt ist der Trainer dann weg. Also in so einem Profikader sind zumeist so zwischen, sagen wir mal, 23, 26 Spieler. Jetzt bricht dann bei Borussia Dortmund der Kapitän weg. Irgendwie wird es der BVB schon realisieren können, in naher Zukunft auch diese Stelle wieder zu besetzen. Aber so ein Trainer, der ja auch für eine Philosophie innerhalb eines Vereins steht, mit dem man ja auch Ziele verfolgt, etwas aufbaut, wie gehen Sie damit um, meine ich? Da stoßen Sie natürlich bei mir eine Wunde auf, die jetzt gerade wieder zugegangen ist. Aber, tut mir leid. Natürlich, ich habe nur gehört, bei den Medien zuletzt das nur so Es ist natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise. Ja. Hier sprechen wir von meiner Mannschaft. Die haben 2, 3, 4 Spieler, die die Hierarchie vorangeben, die Stimmung in der Mannschaft machen. Hier haben wir unseren Leader, ja, der die Mannschaft auf dem Platz entwickelt, der vorangeht, der bestimmte Aussagen auch tätigt, wie jetzt Mats Hummels. Und dafür muss ich stehen. Und jetzt in der Phase, in der wir sind, nämlich in der Entwicklung, sich in der Bundesliga zu etablieren, dass dir dein Keyplayer wegbricht, das tut natürlich weh. Du weißt, er hat Vertrag bis 2017. Bis 2017 ist es kein Problem. Ich habe mich vielleicht ein Jahr darauf vorzubereiten. Und jetzt geht er früher raus. Weil er auch sagt, für die Argumente, ja, ich habe eine andere Möglichkeit, ich habe hier alles erreicht und, und. Aber für uns als Verein, das birgt Risiken, die kann man im Vorfeld noch gar nicht sehen. Aber Herr Gärtner, Sie bekommen ja auch eine gewisse Ablösesumme. Und warum haben Sie als Verein aufgrund des laufenden Vertrages ja noch bis 2017 nicht einfach Nein gesagt? Ich glaube, Hans-Joachim Watzke hat damals beim Lewandowski-Transfer gesagt, ja, dann bleibt er halt bei uns und muss seinen Vertrag erfüllen. Und dann geht er halt ablösefrei. Und Sie als Verein haben ja die Möglichkeit, ja auch zu sagen, lieber Ralf, wir haben ein super Verhältnis, aber bleib bitte bei uns, das ist jetzt unser Wille. Ja, ich denke mir, das werden wir auch gesagt haben. Aber Lewandowski will ich so vergleichen, der hat es angenommen und ist dann ein Jahr marschiert ohne Ende und hat versucht, mit Dortmund alles zu holen, was möglich ist. Mhm. Und das zeigt er auch jetzt in Bayern. Aber bei so einem Keyplayer, wenn der natürlich sagt, ich will weg, was ist das für ein Zeichen an die Mannschaft, was ist das für ein Zeichen an so... Und jetzt stellt er sich wieder vor die Mannschaft und sagt, ach nee, ich habe mir es doch anders überlegt, ich bleibe jetzt noch ein Jahr, ist natürlich schwierig.